Willkommen Leute zum schönen Level Mondlegstraße. Mario Kart Wii ist wieder am Start und leider keinen Turbo-Start. Früher habe ich den immer bekommen, was ist denn los? Egal, die Mondlegstraße auch eine Strecke, die wir schon länger nicht mehr hatten, die ich aber inzwischen richtig geil finde. Niklas ist richtig gut dabei, habe ich so im Gefühl. Ich sehe ihn zumindest häufiger. Vorne. Und hier muss man eben diese Route rausfinden, damit man sowohl Items bekommt, als auch super schnell hier durchskillt. Die habe ich mittlerweile doch für mich rausgefunden. Und dann vielleicht nochmal hier diese den Wheelie machen. Das könnte von mir aus so weitergehen. Auch wenn ich jetzt kein Item bekommen habe, aber was bringt euch ein Item mehr, wenn ihr nur eine Banane bekommt und dann eh der blaue Panzer kommt? Ich sag's euch noch! Ich sag euch noch, dass der blaue Panzer kommt! Hört mal auf! Hallo! Ja! Ich sollte mal den Standturbo, das vergesse ich jedes Mal, den Standturbo einsetzen. Ich kann ihn halt nicht. Ich hab zu viel, ich habe halt die Befürchtung, dass ich dann irgendwie die Plätze direkt verliere, wenn ich das ausprobiere und dann es nicht sofort klappt mit dem Turbo. So, zum Glück geht er sofort wieder weg. So. An sich mag ich diese Strecke jetzt richtig gern und da kommt keiner mehr durch. Das könnte mir nicht erzählen, dass da nochmal jemand durchkommen wird. Das sah gerade so aus, als ob das Auto eine Fake-Box gelegt hätte. Genauso wie das Pilzauto. Kennt das noch, das Pilzauto aus Mario Double Dash Dings? Double Dash. Mario Kart Double Dash, genau. Vollen Namen. Okay, kein Auto in Sicht. Das heißt, ich kann Gas geben, aber guckt mal, wie schnell der Funky Kong da vorne ist. Unglaublich. Unbelievable. Das habe ich noch bekommen, Gott sei Dank. Boah, ich habe echt die besten Routen raus. Ha, da kommt keiner mehr durch, hey. Jo, und damit habe ich diese Strecke bravourös gemeistert. Muss ich mir echt mein Lob selbst aussprechen, weil, wow, die habe ich gut genommen. Das müsste auch ein paar Pluspunkte nach der Misere der letzten Strecken mit den Minuspunkten müsste das mal wieder ordentlich Plus gegeben haben. Jo, 64. Immerhin. Ach nee, schon wieder Regenbogen. Ist es denn schon wieder wahr? Das bedeutet für mich, ich werde wohl runterfliegen. Ich komme nicht drauf klar, dass ich keinen Turbostart mehr hinbekomme. Aber das kann ja noch werden. Zumindest in den nächsten Rennen. Und jetzt hoffe ich einfach, dass mich keiner runterkickt. Ich gebe Gas, ich habe Spaß. Das ist Alpha Alpha, irgendwie sagt mir der Name was, aber müsste unbekannt sein. Perfekt, jetzt nehme ich hier einmal querbeet. Hier so und dann hier noch so. Und flieg runter. Wow, nee, flieg nicht runter. Aber werd von vielen überholt. Schade, die haben mir alle Items geklaut. Was für Säcke, hey. Boah, da vorne geht die Party auch ab, hey. Wow, boah, ist der gerade zur Seite weggedriftet. War hardcore. Ich trau mich kaum drauf. Weil man weiß ja, man kann runterfliegen, ja. So ist es. Nee, 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 nee. Gib mir mal einfach ein gutes Item. Zumindest den Stern. Halbwegs akzeptabel. Mach ich ihn überhaupt hier auf der geraden Strecke, wo es eh keine Items gibt. Da setze ich ihn ein. Und jetzt bitte noch eins. Nicht den Gold. Nicht den Goldpilz. Egal. Habe ich halt den Goldpilz. Muss man auch mit leben. Mit so einem netten Goldpilz.
Oh, da hat jemand den ganz mies gelegt. Früher habe ich das immer so gemacht. Ich glaube, das ist so. Wow. Das war aber knapp, hey. Italy ist leider nicht vom Blitz getroffen worden, weil er gerade unten war. Jo, habe ich noch ein Item bekommen. Shit happens. Zum Glück ist die Wolke weg. Da muss ich dann doch mal eingestehen, dass das doch irgendwo gerade schön Glück war. Dass ich gerade die Wolke bekam, als ich dann davor war. So, gib mir das Item. Dieser Ton im Hintergrund. Immer so kleine Details, die einem dann erst später auffallen, wenn man es ein paar Mal gespielt hat. Und besonders schnell wird man, wenn man wie die Macht unten Turbo einsetzt. Nur schade, dass ich kein Item habe. Echt schade. Wie traurig ist denn diese Welt. Hier bekomme ich auf jeden Fall wieder eins. Hallo, ich will ein Item. Na egal, hier gibt's Items en masse. Jo, zumindest ein guter Schutz. Uhu! Nein! Nein! Warum? Immerhin vor den Items, aber ich glaube, das wird mir nicht allzu viel bringen. Ne, ein Pilz, hey. Pilz kannst du ja sonst wohin stecken. Guck mal, ich bin fünfter Platz. Das ist nicht mehr... Au! Es sind nicht mehr so viele hinter mir und da bekomme ich schon einfach einen Pilz, ich glaube. Ich war kurze Zeit schneller als der Turbo hier. Noch eine Chance aufzuholen hätte ich jetzt mit drei Pilzen. Ganz einfach aus dem Grund, weil er die falsche Route... Er hat selbst Pilze gehabt. Konnte ich leider nichts mehr machen. Ich habe aber ein gutes... Hier, einen guten Song. Warum? Oh! Ich bekomme wieder Minuspunkte, aber... Ich war besser als meine beiden Teamkameraden hier. Naido und Lion. Insgesamt noch ganz okay. Hier, Rachkart, warum? Lols. Gut. Und wir sind wieder im schönen, kühlen Paradies. Der DK Chikan. Und ich möchte gern Turbo-Start. Immerhin so ein ganz... Was war das denn für ein Mini-Start, ey? Immerhin Turbo war es schon mal. Und ich bin vor Lion da. Naido ist auch da vorne. Shit. Jetzt wollte ich das so schön stylisch nehmen, wie gerade... wie ich es doch noch genommen habe. Um den Tiefschnee rum, der wollte mich gerade anecken, aber... Ja, es ist Spiegel. Dennoch versuche ich mich hier an dieser... Was war das denn, hey? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Jetzt... Nein! Rachkart hat mich runtergeschmissen. Rachkart, ich geb dir gleich meine Rache. Nein! Boah, dieser Scheigeil, ne? Wer hat euch denn erlaubt, hier zu fahren? Superman! Nein, das... Hallo, das war mein Pilz. Tschüss! Und tschüss, man! Auf Nimmerwiedersehen, denn ich habe den goldenen Pilz. Das beste Item ever! So, jetzt geht's ab. Hallo, ich hab Pilz. Wenn er mich jetzt nochmal getroffen hätte. Sehr gut genommen. Okay, eigentlich mit dem Abschluss des Blitzes war es ein bisschen mies. Ansonsten gar nicht so schlecht. Verkehrt war es nicht. Okay, er kommt näher, er kommt näher. Schnell verziehen. Boah, wenn ich da jetzt nicht reingekommen wäre. Ein Pilz, okay. Boah, bin ich über den Wolken. Jawohl, dann kann ich zumindest hier durch. Jetzt soll ich mir eine Idee einfallen lassen, wie ich hier mal eben diese Wolke loswerde. Zumindest habe ich das höchste der Gefühle rausgenommen, was Abkürzen anging. Gib mir ein Item!
Also meiner Meinung nach war das doch gar nicht so schlecht, hey, und trotzdem nur Platz 5. Aber dennoch gute Musik. Das bedeutet, es gibt. Ja, das hatten wir eben aber auch schon. Ja, minus 6. Der Rachkart ist zum Glück 8er geworden. Superman ist auf Platz 9. Bis zum nächsten Rennen, hey. So, und Bowsers Festung für jeden Part einmal, wie gesagt. Hatte ich im letzten Part schon mal erwähnt, deswegen sage ich es nochmal. Was ich die ganze Zeit schon versuche, ist mal Shy Guys Strand zu bekommen, aber das wollen sie nicht. Dennoch ist beides Retro. Und da hat er die Wolke, ich behalte mal an. Ich möchte nämlich die, ja, die halten alle an. Und jetzt geht's weiter mit der Wolke. Nichts ist. Das ist mein Pilz. Verzieh dich. Stand mein Name drauf. Ist klar. Er hat den gerade verloren. Stand trotzdem mein Name drauf. Huhu! Ein Lavabad pro Tag ist angenehm und gesund. Das sagen sie alle. Okay, ein Stern ist super. Was war das denn gerade für ein Stunt, hey? Er war Mini-Stunt. Hier habe ich nochmal, jetzt bist du der Gefahr nicht entronnen, dass du immer noch vor mir bist. Ich würde mal mich zurückfallen lassen, Chani. Ja. Huch. Habt ihr gesehen, wie der Wump abgegangen ist? Der arme Wump. Tut einem ja leid. Noch viel Leid, gibt's gar nicht eine Steigerung. Es tut mir echt leid, dass ich hier auf Platz 8 rumhauen kann. Da muss man doch was ändern können. Ne, hier muss ich auf jeden Fall stunten, man, sonst bin ich langsam. Jawohl, noch bekommen. Damit habe ich zumindest 3 Pilze. Und mal eben meinen gesamten Vorteil versch. Ich hätte den attackieren können und sollen. Hier hat er gut gelegt, wer auch immer das gelegt hat. Wow, wow, da ist er. Shit, roter Panzer, ey. Na gut, immerhin hat er mich dadurch auch nicht getroffen. Nein, oh, das tut mir aber echt leid. Das ist mies und auch fies und was können wir dazu noch sagen? Ein klein bisschen unfair und es ist vor allem Pech. Noch schnell und über den Bump drüber. Nein, was war das denn für ein Drift? Ich habe ja schon alles gesehen, aber das war mies. Und fies. Nicht unfair, weil ja, man hätte ja nicht reinfallen müssen. Und jetzt bitte noch so ein super mega Über-Item. Immerhin. Wow, die wollen mich runterkicken. Ha, noch Zweiter geworden. Schön die Situation umdrehen. Die wollen mich runterkicken. Na, ich wollte sie runterkicken. Mal gucken, was raus geworden ist. Jawohl, endlose Pluspunkte. Und Naido ist Achter geworden. Ele sagt, also Lion sagt gerade im Chat, ich hasse grüne Panzer. So ist es, so ist es. Noch eins schaffen wir. Oh, die Kokospromenade. Eine wunderbare Strecke, wie ich finde. Und ich glaube, diesmal habe ich es gut gewählt. Ja, Mini Turbo Start vor Win. FTW. Ha! Guckt mal, was da war. Ich habe mich dooferweise noch selbst getroffen. Ja, jetzt sind sie alle dicht auf dicht. Hier werden keine Gefangenen gemacht. Da ist die Rolltreppe, die ich brauche. So, und um die Kurve driften. Das beste Item ist immer das hier, weil man hier noch ein Turbo bekommt. Allerdings, wenn es weg ist, ist es schon ausverkauft. Und da war jemand, hat falsch gedriftet. Fuck, immerhin noch auf diesen drauf. Jetzt gehe ich mal oben lang.
Nein! Nein! Da bist du tief gefallen. Ja. Jetzt gehe ich ausnahmsweise mal das Item holen, ist, weil ich halt keins hatte. Jetzt habe ich auch keins mehr. Da war Olympia, habt ihr das gesehen? Im Wagen saß es. Na? Komm, ich kann es nehmen. Und ich nehme noch mehr, nämlich die Abkürzung. Komm bitte. Jo. Perfekt. Ich hatte gehofft, dass die richtige Rolltreppe auf der Seite ist. Hier bekomme ich zumindest das Item. Schnell den Schutz rauskramen. Wow. Wuhu. Nein. Da wäre wieder die Chance gewesen, diesen Stand-Turbo einzusetzen. Und irgendwo habe ich einen Turbo gelassen. Hey. Hallo. Wuhu. Den Turbo wollte ich mir mitnehmen, aber nein, darf man nicht. Hallo. Krasse Scheiß. Jetzt bin ich 9. Wir sind nur zu 10. und... Jawohl. Gott sei Dank, hey. Naido nimmt auch die Abkürzung. Okay, ich bin mitten im Spielfeld. Ich bin wieder mitten im Geschehen. Huch. Und damit ist auch dieser Sichtbehinderung wieder weg. Diesmal die Wand nicht mitnehmen. Genauso wollte ich nämlich drüber driften. Hey! Gut, dass man nicht rausfallen kann. Du bekommst zumindest den Powerblock ab. Das war jetzt unfair. Das war jetzt echt unnötig. Ja! Aber ich wüsste, warum ich so noch Dritter geworden bin. Das liegt daran, dass eben dieses gestaffelte Großwerden beim Blitz einprogrammiert wurde. Das heißt, die Forderungen werden erst viel, viel später wieder groß. Das war meine Chance. Und damit sage ich und verabschiede ich mich von euch und sage Tschüss, euer Playmate. Ciao.